Ja, einen wunderschönen Abend wünschen euch Markus von Mothergrid und der Rocket Chris, Christian Gator. Aus dem Rocket Studio hier in einem charmanten Nebengemach von Niklen, wo ich heute die Gelegenheit hatte, eine Führung zu bekommen durch die wirklich unglaublich riesigen Hallen von Niklen. Da werden wir aber nächsten Sommer mehr darüber berichten, wenn hier alles fertig ist. Und jetzt aber zum eigentlichen Thema, Leuchtstoff Folge 2. Ich hoffe, ihr habt alle die erste Folge angeschaut und wir haben ja da einige unglaubliche Visionen entwickelt, die mir der Chris schon zum Teil zerredet hat, muss man ja fast schon sagen, mit so schnöden Sachen wie Zuladefähigkeit von Sprintern und so weiter. Da es ja aber tatsächlich auch um die Sicherheit von Menschenleben geht, also gerade auch was die Buchstaben angeht, die mit diesen Colorado-Batten von Chauvet gebaut werden sollen, als auch die Creative Lights, die ich ja einfach mit Gegenmagneten, Gegenmetallen an den Backdrop heften würde, haben wir uns jetzt einen Experten eingeladen und ich begrüße sehr herzlich in unserer Zuschaltung den Harvey von 4Events aus dem Großraum Köln. Hallo Harvey. Guten Abend, Harvey. Ja, hi zusammen. Wie geht's euch? Alles gut? Ja, noch geht's uns gut. Wir haben ja noch nicht angefangen, in echt zu basteln, zu schweißen und zu sägen. Ja. Alles gut soweit. Genau, ich war ja so frech. Ich habe ja gesagt, hier Digga, pass auf, so ganz so fit bin ich ja bei dem Thema ja auch nicht mehr. Ich bin zwar Fachkraft für Veranstaltungstechnik, aber eher dann doch kreativ unterwegs. Ich zeige es mal kurz in die Kamera hier. Ne? Das geht um das Creative Light, was hinten ein Magnet hat. Und der Markus hat die Idee, das Ding einfach an den Backdrop mit einem Gegenmagneten oder mit einem Stück Stahl quasi zu machen. Ja, der Harvey ist Experte, was so Themen angeht. Harvey, was sagst du? Ja, erstmal vielen Dank euch, dass ich hier eingeladen worden bin und ich freue mich, dass ich hier mitdiskutieren darf und für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin seit über 30 Jahren in der wunderschönen Branche, in der schönsten Branche der Welt unterwegs und mache Veranstaltungen tatsächlich seit ungefähr 20 Jahren, glaube ich, mal ein Stückchen sicherer. Die allermeisten werden mich kennen als Autoren des Praxisleitfadens Versammlungsstättenverordnung. Ich glaube, den hat jeder von euch, von Ihnen schon mal in der Hand gehabt, das kleine grüne Büchlein, was letzten Endes dieses Wort Ungetüm Versammlungsstättenverordnung ein bisschen erklären soll. Das ist aber gar nicht unser Thema, sondern wir sind ja heute eher hier zusammen, um mal zu überlegen, was geht auf einer Szenenfläche, wie weit kann ich kreativ sein oder kreativ werden, wie weit passt das Kreativität und Technik, wie weit passt das zusammen? Und als Kernthema, so habe ich das zumindest heute als Intro mitgeschnitten für die Creative Lights, kann ich das so wie beschrieben machen, zack, an den Backdrop dran. Ja, sagt dann jeder sofort, was ist denn mit Safety? Du kannst doch keine Lampe einfach so an ein Stück Stoff hängen. Mhm. Und wir zeigen heute, doch, kann man machen. Und da, um euch und Ihnen auch ein bisschen die Augen zu öffnen oder auch vielleicht das Gehirn aufzumachen, um ein bisschen mutiger zu werden, nicht übermütig oder quasi total durchgedreht, total jeck, wie man hier im Rheinland sagt, sondern letzten Endes, wie man diese beiden Themenfelder, nämlich Sicherheit und Kreativität, so zusammenbringt, dass das auch ein gutes und sicheres Ergebnis für alle bringt. Wenn ich mal kurz eingreifen darf, das Erste, was ich ja gesagt habe, wenn wir uns die Situation mal angucken, das ist der Backdrop. Das ist ganz hinten auf der Bühne, es steht erstmal niemand drunter. Das war so für mich so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, warum nicht? Genau. Also wir sind jetzt mal ganz vorweg, wir müssen jetzt so ein bisschen nicht bei Adam und Eva anfangen, keine Sorge. Hinter mir ist der Dom zu sehen, also ist keine Sorge, wir gehen jetzt nicht in die Bibel. Aber wir haben ja die großen Bereiche, die jetzt, wo wir auch in Deutschland weltweit Exoten sind, denn wir trennen ja die Sicherheit von Besuchern und die Sicherheit von Mitarbeitern. Das ist woanders egal, wer da verletzt wird. Es interessiert in UK oder in Frankreich niemanden. Die haben so ein bisschen so ein paar Specials, die so ein bisschen nach Besuchersicherheit riechen. Aber in Deutschland sind das zwei gänzlich getrennte Bereiche. Besucher auf der einen Seite, Mitarbeiter, Mitwirkende auf der anderen Seite. Und wir sind, sagst du Chris, völlig richtig, jetzt inzwischen auf der Bühne. Auf der Szenenfläche, wie es korrekt heißt, das bedeutet, wir sind mittendrin im Arbeitssturz. Und da ist der erste Ansatz von dir zu sagen, da sind ja eigentlich nur Leute, die sich auskennen, grundsätzlich erstmal nicht falsch. Aber das reicht nicht. Und ein ganz integrales Wort, was man in dem Zusammenhang einfach mal nennen muss, ist die Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, sobald wir im Arbeitsschutz unterwegs sind, ist das unsere schärfste Waffe, unser stärkstes Instrument, nämlich Gefährdungen entsprechend einzuschätzen.
nicht gefahren, davon reden wir gar nicht, sondern wir reden von Gefährdungen. Da gibt es einen kleinen Unterschied, damit möchte ich euch jetzt nicht langweilen. Aber wir prüfen einfach mal, ob das Gefährdungen erzeugt. Ja, tut es. Da hängt also letzten Endes irgendein Gegenstand irgendwie in der Luft oder an einem Stück Stoff. Und wie kriegen wir das so hin? Was ergibt unsere Gefährdungsbeurteilung für Maßnahmen und für Mittel und Wege, wie wir entsprechend dagegen steuern können? Du sagst, nur unterwiesenes Personal ist schon mal eine ganz kräftige Hausnummer zu sagen, da hat im Prinzip niemand was verloren. Aber jetzt rechnen wir doch mal mit dem Schlimmsten. Da kommt jemand vom Haus und stolpert auf die Bühne, der möchte einfach mit dem Foto, mit dem Handy kurz ein Foto machen von der Show und tritt dabei unglücklich auf so ein Stück Stoff, reißt eine Leuchte runter und zack, das Ganze landet auf der Birne. Das bedeutet, dann ist dieses Argument, da sind ja nur unterwiesene Leute, so ein weiches Argument, sage ich mal, was sich letzten Endes vielleicht im Prinzip nicht wirklich umsetzen lässt. Und auf gut Deutsch nochmal, wir nehmen uns eine Gefährdungsbeurteilung an. Übrigens, was ist denn das überhaupt, das Gefährdungsbeurteilung? Ist das nur was für Profis? Müssen das entsprechend ausgebildete Leute sein, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Meister für Veranstaltungstechnik, wer auch immer, darf denn das überhaupt machen? Hat da jemand von euch vielleicht eine Idee? Oder wer hat von euch schon mal eine Gefährdungsbeurteilung gemacht? Ich sehe jetzt euch leider nicht als Publikum, aber... Wir schütteln beide mit dem Kopf. Okay, gut, auf gut Deutsch, eine Gefährdungsbeurteilung ist unter uns gesagt kein Hexenwerk. Das bedeutet nur, ich muss nachvollziehbar und strukturiert an einen Sachverhalt rangehen, also nicht würfeln oder eine Glaskugel bemühen, sondern in irgendeiner Weise mich vielleicht auch an einem Regelwerk entlanghangeln, um dort mal entsprechend mich quasi darüber im Klaren zu werden, was ich tun muss, was ich tun kann oder wo vielleicht auch Grenzen gesetzt werden. Gleich vorweg, es muss nicht alles ein Safety haben sofort. Das ist ein Automatismus, der ist quasi uns in der Muttermilch mitgegeben. Das ist das Erste, was wir machen. Wir nehmen eine Lampe, hängen die auf, zack, Safety drum. Das weiß im Prinzip jeder. Da muss ich jetzt mal kurz eingreifen. Der Markus hat diese Muttermilch nicht bekommen. Der ist gerade ganz frisch. Dem ist das egal. Okay. Also, du hast da jemanden frischen, den kannst du mutig machen. Ja, gut. Bitte. Also für mich ist das, wie gesagt, für mich als uralten Hasen, als Dinosaurier, für dich auch, Chris, entschuldige bitte, aber ist das ja, du stehst morgens auf und denkst als erstes, Lampe, Safety, also übertrieben jetzt. Nicht nur Leuchte oder Lautsprecher, sondern das sagt ja auch schon das Ganze, jedes Objekt, was ich in irgendeiner Weise quasi wieder ohne Werkzeug lösbar irgendwo befestige, das braucht eine sogenannte Sekundärsicherung. Das ist letzten Endes ein integraler Bestandteil. Es gibt aber durchaus Sachen, die haben das nicht. Dazu muss ich ein bisschen fummeln. Ich greife hier mal so ein bisschen vor mich. Ich bin so ein Requisitentyp. Das merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr bei mir mal Vorlesungen besucht habt oder Seminare. Ich habe immer irgendwelche Props dabei, also irgendwelche Hilfsmittel. Ich habe verstanden, Cops. Die Cops brauchst du Polizeischutz? Ganz schön draußen in Deutschland sind wir in der Situation, da können wir Gott sei Dank mit den Cops ein Bier zusammen trinken nach Feierabend, aber die brauchen wir oftmals nicht. Nee, ich halte hier so ein kleines SM58, Achtung Werbeblock, in die Kamera, das kennt jeder, so der Klassiker, das Workhorse. Markus, du kennst es als Rookie noch nicht, aber vielleicht schon. Er ist Musiker, also er hat schon, lange musikmäßig unterwegs. So schlimm ist es nicht. Also dann kennst du es. SM58 hatte ich auch schon in der Hand. Und da, wo mache ich da aber den Safety fest, ist die Frage jetzt tatsächlich. Dann. Was machen wir mit dem Ding? Der Regisseur sagt, ich will Atmoton haben. Der Regisseur hat immer recht, der hat grenzenlose Flexibilität, der möchte das. Der möchte einen Atmoton haben. Dann sagst du, ja, stell dich vorne hin an die Bühnenkante, sagt er, nee, das soll bitte über dem Publikum hängen. So, da hängt es. Was tun wir jetzt? Jetzt frage ich euch, wie viel wiegt denn so ein SM58? Ich habe nachgeguckt, 325 Gramm oder 330 Gramm. Das ist jetzt nicht so viel. Wenn es 8 Meter runterfällt, wie schwer ist es dann? Das ist der Punkt. Das Gewicht alleine sagt nicht viel aus, sondern das ist ein quadratischer Zusammenhang mit der Sekunde Quadrat. Kennt ihr alle aus dem Physikunterricht, hoffe ich zumindest. Das bedeutet, da ist eine Beschleunigung drin. Das heißt, dass die Dinger fallen alle gleich schnell. Aber der Impact, den so ein fallendes Objekt hat, ist abhängig davon, wie hoch es hängt. Und das heißt, so ein SM58 aufzuhängen, ist letzten Endes nicht so einfach, wie es klingt. Da ist kein Safety dran, da ist keine Öse dran, da ist kein Haken dran. Das kann ich also nur in den XLR einhängen und an der Leitung runterhängen lassen.
Ist das vertretbar oder ist das nicht vertretbar? Ich sag mal so, es ist nicht vertretbar. Das heißt, so ein SM58, 330 Gramm ungefähr, aber wenn das, was der Chris sagt, das 8 Meter runter segelt, macht das auch schon eine ganz schöne Macke im Kopf. Das kann böse enden. Das heißt, da kann ich eine Lösung finden, da ist eine Klammer dabei, da muss ich nur so das Tütchen aufmachen, kann die Klammer raussuchen, kann mir hier einen entsprechenden Adapter ranfummeln und habe dann zumindest eine mechanisch stabilere Lösung, als wenn das nur letzten Endes irgendwo an der Leitung baumeln würde. Ich würde jetzt sagen, ich nehme eine Rohrschelle, schraub die drum und mache dann eine Öse, schraub eine Öse mit dem Gewinde und mache dann vielleicht ein Safety drin. Ganz genau. Aber die Idee ist schon mal eine sehr gute. Das heißt, nur die Leitung zu benutzen, das hält zwar irgendwie leidlich. Jetzt kommt der nächste Trick. Da muss ich wieder mal greifen. Man nimmt einfach ein PVC-Band, wickelt das schön um die Verbindungsstelle drumherum. Was passiert, wenn man beim XLR mit Schwung ein Klebeband drückt? Genau. Man die Verbindung klebt auf. Quasi die Verriegelung auf. Die eigentliche Verriegelung ist weg. Das Klebeband ist ein Ersatz. Das kennt ihr jetzt auch alle. Es wird warm, es wird heiß. So eine Halle, selbst im Theater wird es brachial warm. Über der Z-Brücke, wenn da, oder unter der Z-Brücke, wenn da so ein Objekt hängt, das wird irgendwann weich. Wenn es da ein Tag hängt oder zwei, so what. Aber wenn es da ein Jahr hängt oder auch zwei, sieht die Welt schon anders aus. Ihr merkt schon, diese provisorischen Lösungen sind natürlich in irgendeiner Weise nicht belastbar. Deswegen so eine mechanische Variante, Klammer dran, entsprechend vielleicht eine Klemme dran, entsprechend ein Stahlkonstruktion dran, eine Seilkonstruktion dran. Das hilft uns schon sehr viel. Aber das ist so ein Anhänger, das ist so ein Segment, was wir alle schon mal gesehen haben. Das hängt in jeder Schule, ja. Das hängt in jedem Theater. Und wie gehen wir jetzt nun mit so einem CL um, mit so einem entsprechenden... Genau, das Creative Light. Ich wollte gerade nochmal zurück zum Thema, was mache ich denn jetzt Lichtobjekt. Damit hier? Was macht man damit? Für mich wäre jetzt entscheidend, wie stark ist der Magnet? Habt ihr das gemessen? Was da für eine Zugkraft entsteht? Ich habe es nirgendwo gefunden im Datenblatt. Ich bin ja so ein Datenfetischist. Ich gucke da immer rein, weil ich brauche Werte. Wie schwer, was für eine Zugkraft hat das? Gibt es nicht, richtig? Ich habe es nicht gefunden. Also ich hatte es ja auch ja geschickt. Da stand starker Magnet mit Rutschgummi. Der ist hier Schnüppel. Hinten drin, genau. Da ist so ein Gummi drumherum, dass man edle Möbel nicht zerkratzt. Und das Ding wiegt 470 Gramm. Wir haben's 570? 570 Gramm wiegt ein so ein Ding. Wir haben es hier mal an Stahl dran gepackt. Das haben wir auch in der ersten Staffel schon gezeigt, in der ersten Folge. Das knallt schon ganz gut, wenn man es an Stahl anbringt. Also bei so Neodym-Magneten sind das gemeinhin, ist man schon überrascht, wie viel Zugkraft die haben letzten Endes. Die können entsprechend schon ordentlich was packen. Aber ihr kennt das, ihr habt jetzt gerade gesagt, so ein Ding wiegt ungefähr 600 Gramm, grob geschätzt, also so roundabout das Zweifache von so einem Mikrofon. Ja. Ist also schon mal eine Maßgabe. Ne? Ich habe mir auch die Geometrie angeguckt, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. So ein SM58 rund, das fällt mit dem Schwerpunkt nach unten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mir das eine entsprechende Schnittverletzung macht oder was auch immer, ist natürlich sehr, sehr gering. Aber trotzdem, Gewicht ist da. Und jetzt das Zweifache bei so einem CL, das hat jetzt auch keine unbedingt rasiermesserscharfen Kanten, aber das hat so Spitzen, das ist eine Ausbuchtung drin, wo die Kabel reinkommen zum Laden oder für eine Leitungsverbindung, wenn ich das möchte. Wenn das ungünstig hält und geht mit der Spitze auf meine Birne, doof. Also, du sagst nein. Wenn wir auf den Punkt kommen, du sagst nein. Ich würde erst mal sagen, bisher nein. Okay. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und wenn ich mal diesen Magneten nehme und schaue mir den mal an und messe vielleicht mal mit einer Federwaage, das kennt ihr auch aus dem Physikunterricht, das ist kein Geheimnis, das ist eine entsprechende Skala mit einer Feder drin und da kann ich ein Gewicht dranhängen und daran sehe ich, was da für eine Zugkraft letzten Endes wirkt. Wenn ich das mal mit so einem Magneten ausprobiere und mal schaue, wie verhält der sich? Ich habe jetzt rund im Theater, so ein 68er Rohr oder bei uns 50er Rohr, kennt ihr auch alle, so ein Traversengurt, ist jetzt quasi Aluminium und nicht magnetisch, aber es gibt auch Stahltraversen oder Stahlkonstruktionen, also Rohrkonstruktionen, das ist halbrund und dann Magneten dran zu bringen, ist natürlich eine wackelige Angelegenheit, das heißt, die Auflagefläche wird kleiner, weil natürlich Rundung und da kommt ein Magnet drauf, ist irgendwie wackelig. Ja? Das heißt, wenn ich aber, das würde ich jetzt schon mal ausschließen. Ich würde sagen, wir nehmen mal an, Magnet ist plan und die Gegenseite ist auch plan, also Stahlplatte.
Vielleicht gibt es da auch eine Art von Führung. Ich habe nur gesehen, da sind Bohrungen drin, da ist ein entsprechender Gummiring drumherum. Vielleicht kann ich das so machen, so gestalten, dass diese Platte genauso groß ist, dass sie nur in einer Form auf das entsprechende Lichtobjekt passt. Das heißt, ich habe Kraft- und formschlüssig, so nennt man das, quasi ein Objekt, was mir als Gegenhalt dient, was genau auf das entsprechende Leuchtobjekt drauf passt. Dann wären wir schon mal einen Schritt weiter. Also definierte Zugkraft kann ich definieren und entsprechend ein sauberes Werkzeug. Ich habe gesehen, es gibt vom Hersteller ja auch so ein UFO-System, also ein universales Befestigungselement, wo dann entsprechende Gewinde reingeschnitten sind, wenn das auf einen Magic Arm soll oder eine Klemme soll. Das bedeutet, da hat sich der Hersteller auch schon ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht gibt es vom Hersteller ja sogar ein entsprechendes Gegenstück. Aber ihr merkt schon, so richtig zuckt das nicht. Ich will das jetzt auch nicht langweilen, sondern es gibt natürlich auch Maßgaben. Das schwankt zwischen Faktor 7 und Faktor 12. Das kennt ihr alles aus der DGVC 1 oder DGUF 1718, wie sie jetzt heißt. Das ist entsprechend ein Sicherheitsfaktor bei entsprechenden Tragmitteln oder bei entsprechenden Werkzeugen dabei sein muss. Werkzeug, man müsste, also wenn ich mal, ja. Der nächste Punkt, der auch noch dazu kommt, es ist jeder Tag ein anderer Stoff. Ne? Ja. Wie alt ist der Molton? Ist der, ne? Also genau. Was ist es? Das kommt auch noch dazu. Ich habe auch gesagt, schwierig, Markus. Ne? Also man kann ja. Da halt Ösen dran machen, ne? Und dann könnte man das Zeug halt mit dem Safety an die Backtrace einfach hängen. Ja, wenn man, ich weiß nicht, ob man es sieht hier praktisch, die zwei, es gibt mehrere Gewinde, drei. Es gibt ja auch Ösen, wo man vielleicht noch ein Safety durchkriegen könnte. Also die Möglichkeiten sind da. Mir ging es halt darum, das möglichst schnell irgendwo zu befestigen. Ja. Ist schon klar. Weil ich ja alleine unterwegs bin, muss die ganzen anderen Spittel auch noch aufstellen und da dachte ich mir, zack, 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 das machst du also schnell so fest. Ich habe mir das auch überlegt, wenn man sowas mit auf Tour nimmt und hätte jetzt einen eigenen Backdrop, da wäre ja eine Möglichkeit, sich zum Beispiel sogar in einer Luxusvariante so einen Backdrop herstellen zu lassen. Ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt da ja diverse Hersteller, die das am Start haben und wo entsprechend vielleicht sogar ein Metallgewebe, so eine Gitterstruktur, eine Netzstruktur in den Stoff angewebt wird, dann wird er nur geringfügig schwerer, aber das wäre eine Variante, denn wenn man das Gewicht mal anguckt, gerade mal ein halbes Kilo, da brauchen wir jetzt kein monsterdickes Safety. Ich habe ja mal so eins mitgebracht, deswegen vielleicht auch wenn, ich hoffe, ihr könnt es sehen, es ist nicht... Der Greenscreen lässt es verschwinden. Wenn es grün wäre, würde der Effekt jetzt noch deutlicher sein, aber auf jeden Fall eben ein Stahlseil. Hier entsprechende Luxusvariante, wo auch so eine Lastöse drin ist, die auch reagiert, wenn so ein Leuchtkörper da reinfällt, dann sieht man anhand dieser Öse, da ist eine Veränderung stattgefunden. Ja. Ich will nur sagen, hier für so eine leichte Leuchte würde wirklich ein kleines 3 mm Stahlseil, das ist kaum sichtbar und kaum störend im Prinzip für eine künstlerische Inszenierung, letzten Endes dann in so eine rückseitige im Stoff hatte Gitternetzkonstruktion einhängen könnte. Das würde ich mir in jedem Fall gefallen lassen, aber Chris, du hast es gesagt, die Maßgabe ist natürlich, ich komme irgendwo hin in irgendeinen Club, da hängt irgendein Lappen hinten an der Wand, rot, grün, blau, weiß, im besten Fall auch nochmal schwarz, meistens sind die ja eher so grau im Laufe der Zeit, aber das habe ich nicht. Ich habe da keine Möglichkeit, das reinzuhängen. Und jetzt stellen wir uns hin und sagen... Kurze Zwischenfrage noch, wenn du sagst, hier Lappen. Und du hast vorhin gesagt, ein Safety braucht, wenn ich das Gerät nicht ohne Werkzeug wieder entfernen kann. Ja. Könnte ich dann nicht einfach hier eine Metallplatte nehmen, zwei Löcher reinbohren und das Ganze einfach reinschrauben in den... In den Backdrop. Ja, Backdrop. Braucht dann wahrscheinlich da nicht noch ein zweites Mal hinkommen. Das ist jetzt schon sehr theoretisch gefragt, aber wenn ich damit, ne, wenn die das nicht merken und dann, und wenn es eh schon so ein alter Lappen ist, wo ich mir denke, ja komm, die zwei Löcher mehr oder weniger, also 20. Das sagst du dann, der Harvey hat gesagt, da kannst du reinbohren, ist eh ein alter Lappen. Warte, ich schreib's kurz auf, packen wir mit in die Bühnenanweisung rein, alles klar. Richtig, vielen Dank. Und ich gebe dann ab nächste Woche komische Anrufe aus Bielefeld, aus Köln, aus Hamburg. Ja, nee, lass mal. Hey Harvey, super, vielen Dank, dass du so nett warst und dich dem Thema angenommen hast, weil das ist halt einfach meiner Meinung nach immer noch ein Expertenthema. Ich bin zwar Fachkraft, aber ehrlich gesagt, meine Ausbildung ist jetzt, ich bin schon alt, ne? 2002 war ich fertig. Haben wir denn schon, Herrschaften, haben wir denn schon eine Lösung? Die Lösung, die diskutieren wir jetzt dann mit dem Budget, dann wird es eh dann deutlich. Herrschaften, haben wir denn schon eine Lösung gefunden? Oder hast du ganz schnell noch einen Tipp, Lösungsvorschlag, wie wir es denn machen können?
Da ist er ein bisschen eingefroren gerade. Da ist ich habe noch eine weitere, denn dann bin ich wieder. Das kennt ihr aus dem Arbeitsschutz. Aus dem Arbeitsschutz, da gibt es im Prinzip diese TOP-Systematik oder auch Stopp-Systematik, also STOP. Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wir gucken auf das T, eine technische Lösung. Technische Lösung wäre tatsächlich ein Safety, eine Schraube, eine starke formschlüssige Platte, was auch immer. Der Stoff ist aber immer noch unser großer Knackpunkt. Wir kennen den nicht. Alter Stoff, neuer Stoff, stabiler Stoff, rissiger Stoff, wissen wir nicht. Wir müssen also mit dem O arbeiten, also organisatorische Lösungen finden. Eine nicht mitnehmen. Eine organisatorische Lösung. Nee. Quatsch. Anders benutzen, anders benutzen. Anders benutzen, ja, gut. Ja, also eine hast du schon gesagt vorhin, Chris, da ist ja nur Personal, was sich auskennt. Da habe ich so ein bisschen gegengeschossen, hast du schon gehört. Aber wir können ja versuchen, eine weitere organisatorisch-technische Lösung vielleicht sicherzustellen, indem wir vielleicht einen Ordnungsdienst anweisen, die sowieso da sind und gucken, dass da niemand Backstage rumturnt, hoffentlich zumindest. Denn wenn die entsprechend angewiesen werden, du lässt hier keinen in die Nähe von dem Stoff, ist natürlich jetzt eine dicke Lösung, klingt irgendwie martialisch, zwei dicke Herren so, da kommen sie nicht rein. Nee, das wollen wir natürlich nicht, aber jemand, der ein bisschen mitguckt und die Augen auffällt, dass da niemand rangeht. Und vielleicht sogar noch eine technische Variante, wir versuchen das einfach dem Zugriff zu entziehen. Bedeutet also, wir sperren das letzten Endes ab, indem wir da eine Case-Reihe vorbauen oder vielleicht entsprechenderweise einen Zaun vorbauen, eine Kordel spannen. Ich weiß, auf Bühnen ist immer zu wenig Platz, egal wie groß sie sind, die sind immer zu klein. Du weißt, was ich meine. Das ist natürlich auch den Möglichkeiten letzten Endes geschuldet. Man kann das nicht überall durchsetzen. Aber es wäre ja eine Möglichkeit, darüber nochmal nachzudenken und nochmal organisatorisch dort zu verhindern, dass einfach jemand dran geht. Ich glaube, dann haben wir von meinem Bauchgefühl, das gehört zwar nicht in meine Vorlesung, das darf man auch niemandem sagen, aber ich bin so ein Bauchmensch. Wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe, dann kann ich das auch guten Gewissens vertreten und kann das möglich machen, um genau diese Chance nicht kaputt zu machen, weil das ist ein tolles Gerät, das sieht super aus und zack, auf Tour irgendwo drangehängt. Wenn man da entsprechend vielleicht noch versucht, organisatorisch zu verhindern, dass dort entsprechend Menschen hintreten und vielleicht im ungünstigsten Winkel auf ein Stück Stoff latschen und dann die ganze Batterie runterfällt, das wäre eine Möglichkeit. Oder was mir auch noch eingefallen ist vorhin, wenn wir im Theater zum Beispiel sind, ich habe keine Ahnung, ob eure Tour euch auch durch Theaterbühnen führt. Nee, Clubtour. Nein. Die rotzigsten Clubs der Republik bis 500er. Ja, aber in einem Theater zum Beispiel kann man immer nach einem Netz fragen. Die haben sowas serienmäßig da als Bühnenbild, also nicht serienmäßig, aber die haben sowas. Die spannen auch mal so ein Netz über einen Orchestergraben, wenn es auf ist und das Orchester spielt, dass da kein dusseliger Schauspieler reinsegelt. Dann könnte man einfach in entsprechende Höhe quasi noch ein Schutznetz aufspannen, dass dort vielleicht auch so eine Leuchte dann, wenn sie fallen sollte, vielleicht in so ein Schutznetz reinplumpst. Ja, das super. Wäre noch eine Möglichkeit. Super. Also ihr seht schon, die Möglichkeiten, die sie sich bieten, kann ich auch alle mal aufschreiben. Ihr kennt das alle, man kann das Risiko auch immer bewerten. Wie riskant ist das, dass so ein Ding mal runterfällt und welches Schadenausmaß kommt dabei rum? Das sind so die Standards der Risikobewertung, Risiko gleich Schaden. Ja. Ausmaß mal Eintrittswahrscheinlichkeit und da kann man vielleicht auch ein bisschen rechnen, aber im Arbeitsschutz muss ich euch leider sofort den Zahn ziehen, ist leider immer sofort ein relativ hohes Risiko dabei, denn Chris hat es gesagt, wenn so ein Ding mal aus 8 Metern runtersegelt, dann wird es letzten Endes blöd. Im ganz allerschlimmsten Fall könnte ich ja die Band, ich bin jetzt mal rum, könnte ich die Band ja so anziehen, dass sie alle Helme tragen. Sieht komisch aus. Aber das oder ein Creative Light auf dem Kopf, das schützt dann auch. Ja, oder so. Also ja. All diese Möglichkeiten einfach mal zusammenbringen, die aufschreiben, dahinter eine Bewertung abgeben, realistisch, unrealistisch, totaler Unfug. Oder, das gibt es auch, das Risiko kann ich komplett ausschließen. Aber wenn man hier in der Branche unterwegs ist, so wie wir, bis auf Markus, der ist doch ein bisschen jünger. Nee, war ein Spaß. Bist jetzt nicht mehr los. Aber das heißt, wenn man so ein bisschen länger dabei ist, wir haben alle schon mal eine Leuchte gesehen, die irgendwie noch am Schuko gebaumelt hat, weil die Manfrotto-Klemme einfach kollabiert ist, die einfach nur 50 Kilo trägt. Und wenn so eine Leuchte dann halt mal 30 Kilo trägt und die Klemme die Grätsche macht, ist auch doof. Und das ist eben kein ausschließbares Risiko. Sollten wir das immer mal haben,
können wir eine Null hinsetzen, super. Super. Aber das ist eher die Ausnahme. Das war so ein Schnelldurchgang. wir könnten da sicher abendfüllen und uns noch drüber unterhalten. Mit Sicherheit. Aber an der Stelle vielen Dank, Harvey, für deine fachkundige Einschätzung. Und also was ich jetzt mitgenommen habe, ist, es ist alles kein Problem und ich kann die Dinger einfach mitnehmen. Super. Du kannst sie mitnehmen, aber schalte das Gehirn ein und überleg dir vielleicht mit einer kleinen Reißprobe, hält der Stoff, ist der vielleicht schon löcherig oder nicht? Kann ich mir vielleicht auf einem kleinen Dienstweg die Freigabe holen? Ich bohre da durch. Alles ist möglich, aber deswegen sprechen wir, um eben kreative Lösungen bei wenig Aufwand möglich zu machen und auch da ein hohes Niveau zu erreichen. Alles klar. Alles klar, super. Super, vielen Dank. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss. Bis dann, Harvey. Ciao. Tschüss. So, also ich sag mal so, eigentlich ist alles klar, ja, aber auch nicht. Aber auch nicht. Also ja, da kommt ja der gesunde Menschenverstand ins Spiel. Und ja, also ich bin tatsächlich, wäre ich da jetzt ein bisschen unschlüssig, aber... Ja, es wird sich ein Weg finden. Also das mit diesem Netz fand ich ganz interessant, weil was ist denn, wenn man das praktisch, also ne, wenn man da ein Netz davor spannt, dass die Dinger wirklich nur so gerade nach unten sausen können, ja, aber dann hast du natürlich einen Riesenaufwand, Netz da wieder zu spannen. Ich kann jetzt auch mal diesen Kopfhörer wieder abnehmen. Ich höre mich nämlich sehr, sehr laut. Ja, ist halt, ne, man muss dann halt einfach mal gucken, wie es dann halt einfach wirklich aussieht. Ne? Ja. Und deswegen würde ich erstmal sagen, ne, ein Safety kostet nicht so viel Geld. Kann man auch mit der Leiter eben schnell machen und dann ist man damit klar. Oder aber die andere Variante ist halt einfach die Dinger niedriger hängen. Irgendwie an Schlagzeughardware, genau, an den Verstärker, da, wobei es dann vielleicht schon wieder auf den Sound geht, aber halt einfach irgendwie ein bisschen niedriger. Und ich habe ja noch eine gute Idee, wie ich schon 6 von den Dingern verplanen kann. Die werden wir aber nächste Woche präsentieren. So, und gut. Das passt ja auch ganz gut, ne? Hast du ja auch schon gesagt. Den Kreativitäten sind keine Grenzen gesetzt, wo es hinpackst. Und deswegen kannst du ja eine kreative Lösung dann finden. Ja, ja, wir werden hier schon angewiesen, wir sollen mal auf den Punkt kommen. Guter Punkt, ja, aber musste jetzt mal sein. Sicherheit geht vor. Chris, sollen wir noch mal kurz präsentieren das Material, das wir hier jetzt... sehr gerne, das, was du mitnimmst. Dann hüpf mal rüber. Ich gehe mal schnell rüber. Markus verschwindet mal eben und dann schalten wir mal kurz um. Ich bleib mal heute hier. Du bleibst heute mal hier, ja, ja, ja. Nee. So, also, nur ein kurzes Recap noch für diejenigen, die erste Folge, hier ist die Kamera, die erste Folge verpasst haben. Das sind besagte Creative Lights von GLP. Die gibt es hier mit einer Blende, mit einer Milchblende oder klar. Und da kann man dann halt schön sich so ein paar Muster drauflegen. Man kann die natürlich auch vollfarbig verwenden und das fände ich eigentlich ganz toll, um die, wie gesagt, in den Backdrop hinten reinzuhängen, um die Fläche des Backdrops direkt hemong großflächig zu füllen. Die sind auch relativ hell, also da kommt schon auch ein bisschen was raus. Und der Akku würde auf alle Fälle so eine Show auch durchhalten. Und zum anderen haben wir noch am Start hier 4 Cuties von Rohbe. Auch kleine, feine Geräte, die aber eigentlich dann doch auch mit allem aufwarten, was man so braucht, Chris. Also ich weiß ja jetzt nicht so genau, was man so braucht, deswegen sitzen wir ja hier zusammen. Aber ich denke, da ist soweit alles am Start. Ein Zoom, da ist eine CMY-Farbmischung. Es gibt auch sozusagen ein verwandtes Gerät, den Spotty. Der hat ein Farbrad. Da gibt es keine CMY-Farbmischung und deswegen finde ich das hier eigentlich ganz schick. Der falsche Knopf. Habe ich hier mal so ein paar Farben zusammengestellt. Dann gibt es natürlich Gobos, 2 Gobo-Räder und auch ein Prisma. Und dieses Prisma kann auch rotieren. Die sollen als Floor Package mit, die sollen da am Boden stehen. Da gibt es überhaupt keine Gefährdungsbeurteilungsrelevanz. Die werden da einfach hingestellt und sollen da von hinten so ein bisschen Licht machen. Und dann haben wir noch, du könntest ja vielleicht, während ich jetzt zurückgehe, einblenden. Die haben wir leider nicht als Geräte verfügbar, die sind so heiß begehrt. Haben wir von Chauvet noch 2 Geräte am Start. Und zwar zum einen, ich weiß nicht, welcher ist denn jetzt zu sehen. Den Colorbetten. Den Colorbetten. Ja, da war jetzt leider keine Zeit mehr, den Harvey danach noch zu befragen. Mit den Colorbetten würde ich nämlich Buchstaben bauen. Das werden wir nachher gleich sehen. Für die Band, um die es hier gehen soll, Widerstand der Dinge. 3 Buchstaben, WDD für Widerstand der Dinge. Wir werden es uns gleich noch anschauen. Ein so ein Colorbetten, die sind ungefähr so knapp einen Meter lang. 15 LEDs, RGBW. Ein Ding wiegt 13 Kilo. Also da wäre es natürlich jetzt auch nochmal interessant gewesen,
deine Einschätzung vom Experten zu hören, gefährdet. Aber ich würde sagen, dann wäre die Stunde rum. Dann wäre die Stunde rum gewesen. Also erstmal 3 Minuten Hände über den Kopf zusammenschlagen. Naja, und als letztes Gerät haben wir auch noch einen Chauvet Rogue Outcast 1 Beamwash. IP65 Gerät, also den kann man auch zur Not vorne an die Rampe stellen. Und, ist auch ganz gut. Ich meine, es ist Punkmusik. Da fliegen auch mal gerne Bierbecher. Ist die Lampe geschützt? Ja, also die zumindest. Die würde das aushalten. Na, die hat ja so einen LED-Ring außenrum, RGB-Ring mit 7 LED-Zonen und in der Mitte dann noch RGBW-LEDs. Da gibt es leider kein Pixel-Mapping, aber ich finde auch so kann man da so Eye-Candy-mäßig da so ein bisschen rumtun. Genau. Jawohl, so. Also, ich hoffe, der Sound ist jetzt soweit von uns, dass wir gut zu sehen sind. Ansonsten meckern mal kurz, dann können wir da noch so tun, als würden wir da ein bisschen hinten rumdrehen. Und jetzt würden wir gerne tatsächlich mal einen Song abfahren und uns überhaupt mal anhören, um was es denn geht. Denn Chris, wir wollen uns heute ja auch mal unterhalten über die Musik, zu der dieses Licht dann entstehen soll. Genau, richtig. Und, ich würde du sagen, hast ja einen Song ja ausgesucht. Ich habe mir einen Song ausgesucht, der ist auch nur 2,30 lang. Und ich fahre den jetzt mal ab und du hast ein bisschen den Pegel im Griff. Oder wo kann ich das zur Not hier nochmal runter? Ich kann auch ein bisschen pegeln, ja. Genau, nicht, dass es euch gleich die Ohren wegfetzt. Aber wir fahren den jetzt einfach mal ab und hören uns an den Song Division von der Leipziger Band Widerstand der Dinge. Musik ab. Gedacht, bei welcher Band ich mich denn jetzt anbiedere und einschleime, dass die mich dann mitnehmen, wenn es dann mal groß auf Tour geht. Dazu muss man ja auch eine Band finden, die überhaupt das Potenzial hat, auf Tour gehen zu können. Ja. So, hat die Band. So geht es ja schon mal los und das ja. Potenzial ist da. Ja, das ist auch, sind ja auch Booker in der Band und so weiter. Also da ist auch Fachwissen ohne Ende da, musikalische Qualität. Also würde ich sagen, von meiner Seite her absolut auf das richtige Pferd gesetzt erstmal. Und ja, und wenn es dann auch sich mit dieser ganzen Gesamtlage, was das Virus und alles angeht, sich mal entspannt, dann können sich die kleinen Punkrock-Clubs dieser Welt warm anziehen, muss man sagen. Aber ja. Wir können auch zum Glück sagen, du bist virtuell auf Tour, das heißt, du kannst auf Tour gehen. Ich gehe jetzt erstmal virtuell auf Tour. Vielleicht sollte ich mal hier bei Fortnite, die machen doch hier so virtuelle Konzerte da in ihrem Fortnite, vielleicht können wir mal in Fortnite auftreten. Gut. Genau, wir waren mal so frech und haben ja mal die Struktur von dem Song auch mal aufgeschrieben, weil wir haben jetzt, ich halte es ein bisschen näher, deine Arme sind ein bisschen länger auf der Seite, genau. Ja. So, da wird es jetzt natürlich schon unscharf, aber man kann vielleicht erkennen, es ist eine relativ unübliche Anordnung, jetzt nicht so Strophe, Refrain, Solo aus, sondern relativ viele Instrumentalteile auch. Was ja bei der Musik ja auch nicht gerade unüblich ist. Ja, gut.
Und so. Also ich habe mir da aber gedacht, dass ich das ganz gut finde, weil ich ja praktisch mir so denke, ich habe ja keine Ahnung, deswegen sitzen wir ja hier, dass man, wenn der Sänger singt, dann hält das Licht den Mund. So ein bisschen. Mhm. Also, ne, dass man sagt, wenn der Sänger gerade seine Botschaft ins Volk bringt, dann muss ich nicht noch im Hintergrund groß mein Gewitter abfahren, sondern dann sollte ich mich vielleicht ein bisschen zurückhalten und dann lieber in den Instrumentalteilen, weil so Gitarrensoli oder so, das, naja, das ist ja ganz nett, aber da kann man ja dann schon eher mal drüber gehen, mit dem Licht auch, ja? Also das heißt, der Sänger bezahlt dich nicht, der Gitarrist. Bezahlt. Oder wie war das letzten bei der letzten Folge noch? mit der Frau vom Gitarristen? Die Frau vom Gitarristen bezahlt mich dafür, dass ich den Gitarristen ins rechte Licht drücke. Okay. Ja, und das verkaufe ich ihr dann aber halt als Unterstützung des Solos praktisch. Okay. Also ich glaube nicht, dass es glaubt, aber egal. Naja, erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Perspektive, wie gehst du denn an so einen Song ran? Wie würdest du denn jetzt an diesen Song rangehen? Generell finde ich es erstmal das Wichtigste, was ist die Aussage des Songs? Was ist die Aussage? Ja, da bin ich noch ein bisschen am Rätseln, muss ich sagen. Die Vision. Ich glaube, es geht um den Wahnsinn einer durchfeierten Nacht. Stelle ich jetzt einfach mal als steile These in den Raum. Die Band, wenn jemand zuhört, möge mir... wir müssen jetzt mal ausmachen, das lenkt Mensch, das läuft das Video noch. Die Band möge mich da mal... möge mich da korrigieren, aber ja, ich glaube, darum geht's. Oder um so Aufreißertypen, die durch die Bars ziehen, so wie Udo Lindenberg in seinem Song hier mit 100 Mark und eine Zahnbürste ein und so. Also das heißt, es ist schon ein sehr positiver Party, Feiern. Nee, oder geht es eher um, ich bin betrunken und liege in der Ecke und bin Depri in der Kneipe? Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen was aus beiden. Also wenn er da so singt, die Vision, das klingt jetzt nicht nur, fröhlich. Also es ist jetzt auch kein depressiver Song oder so, aber das ist eine schmale Gratwanderung, eine sehr ambivalente Sache. Oder wie sehen es unsere Zuschauer? Das klingt echt nach 4-6er-Bars, Paar 64, 2 ACL-Gruppen und Strobos. Strobos, boah, ja, kann man, muss man aber nicht. Also ja, so. Wir können uns ja mal anschauen hier im Capture vielleicht. Du kannst uns ja zum Beispiel erstmal hier... Moment, ich muss einmal kurz was umschalten, Entschuldigung. Ja, ich kann derweil, du kannst es ja nochmal groß machen vielleicht derweil. Achso, nee, hier wird jetzt umgeschalten. So. Naja, also letztes Mal in der ersten Folge, wer es gesehen hat, da haben wir ja hier mein schnell zusammengeschustertes Capture-Modell nur gesehen. Und Chris hat sich heute den ganzen Nachmittag hingesetzt, hat einen wunderschönen Club aus dem Boden gestampft. Warte, da muss ich einmal kurz hier ein bisschen Licht erstmal anmachen. Den wir euch jetzt voller Stolz präsentieren wollen. Das ist wirklich sehr schön geworden. Siehst du da übrigens, sehen das die Zuschauer jetzt auch? Nee, die sehen jetzt hier nur schwarz. Ach ja, das kommt aber gleich. Ich habe diese Outcasts, die ja da oben auf den Buchstaben so stehen. Also. Ja, die sehen wir dann gleich noch. Aber hier ist jetzt mal der Club. kommen wir später nochmal zu den Outcasts. Also das ist jetzt hier der Leuchtstoffclub in Kellerhausen. In Kellerhausen, ja genau. Also das, um auch mal zu präsentieren, was da mit Capture alles möglich ist. Du hast ja dann auch mit einer anderen Software noch... Ich habe einfach das 3D-Warehouse von SketchUp benutzt. Ja. Da gibt es eine sehr große, umfangreiche Free-Library, weil jeder Mensch auf der Welt sich dort einbringen kann. Du kannst den Pariser Eiffelturm da bekommen, die Freiheitsstatue. Hier zum Beispiel Turbo-Sound und Elektro-Voice-Boxen oder halt auch eine schöne Theke. Also die Hintergrund. Die Theke selber ist von Capture, aber der Hintergrund ist zum Beispiel da auch aus. Genau. Oder ein Schlagzeug zum Beispiel habe ich mir da noch ausgezaubert. Die Ems, ein guter alter Vox AC30, ein Peavey für den Bassisten. Kann man sich da alles schön rausholen. Genau. Genau. So, und das ist jetzt die Hintergrundbeleuchtung. Die kann man auch so anpassen, dass man alles sieht. Und die können wir jetzt aber tatsächlich ja mal wieder ein bisschen sehr gerne dimmen. Das machen wir mal. Achso, ich markiere mir dann ja immer irgendein Gerät, da kann man das dann auch so rechts in der... Ja, ich fand das so ein bisschen charmanter, ja. Weil du musst es ja wieder wegklicken. Das stimmt und das geht tatsächlich schlecht, ist mir aufgefallen, wenn alles voller Texturen ist, dann kriegt man es schlecht weggeklickt, wenn man es markiert hat. Ah, so hat alles sein Für und Wider. So, okay, jetzt reißen wir mal ein bisschen das Frontlicht auf. So, da haben wir jetzt erstmal die Band. Und
Tatsächlich, wer jetzt die erste Folge noch nicht gesehen hat, vielleicht noch mal kurz, verorten wir noch mal die Geräte im Raum. Also, wir haben zum einen die GLP, die Creative Lights, wie gesagt, hinten hängen an der Wand, am Backdrop. Da sind die halt jetzt höchst fahrlässig, einfach wie ich mir das denke, mit Gegenmagneten, mit Gegenmetallen festgemacht. Warte, ich zoome mal ein bisschen rein, dann sieht man sie ein bisschen besser. Ich fahre das freundlich mal noch ein bisschen runter. Genau. So, also die hängen dann da einfach so, jetzt halt vollfarbig. Man kann da aber, wie gesagt, natürlich auch, ihr habt es vorhin gesehen, die schönen Muster drauf abfahren. Also es gibt Pattern, die sind eingebaut. Man kann da auch einfach mit dem Pixelmapper hier in der Onyx was drüberlegen, was jetzt mein Weg wäre. Dazu bin ich aber noch nicht gekommen. Vielleicht machen wir das in den nächsten Folgen noch. Der Boden ist halt auch toll, wenn man noch mal kurz auf Capture abheben möchte. Ich finde das also richtig mit Kratzern und alles. Es ist auch das heute das erste Mal, dass du es siehst quasi. Das ist heute das erste Mal, dass ich das so professionell sehe, weil ich mir ja üblicherweise gerade noch Truss hinbaue. Müsste ich ja auch nicht machen. Also ich könnte ja die Lampen auch einfach ins Nichts hängen, irgendwie wo, wie ich mir das denke. Aber so, als dass man so ein bisschen weiß, wo man ist, macht es schon Sinn, aber für den Rest ist... Und du hast es ja heute Mittag, als du ja ein bisschen programmiert hast, ja auch selber schon gesagt, es macht direkt mehr Spaß. Weil es halt ein bisschen realer aussieht. Es sieht halt realer aus. Genau. Ja, ja, ja. So. Was haben wir noch, Markus? Wir haben die Creative Lights. Dann haben wir die besagten Buchstaben, die dann so aussehen. Kann ich auch noch mal ein bisschen ranzoomen. Und da kann man jetzt praktisch, der sicherheitsinteressierte Zuschauer wird sich dann schon denken, oh Gott, wie hat er denn das gemacht? Also ich kann es ja noch mal kurz sagen, ich würde dann einfach praktisch mir so Metallwinkel schweißen, unten zwei für das W und einen in der Mitte oben. Hier, also da, genau. Da oben, dann hier bei den Ds halt auch und dann einfach irgendeine Platte nehmen und einfach eine Holzplatte, ja, irgendwas dran gespackst und dann einfach auf die Transfixkisten. Oh, also Holzplatte, ja, ja, im Prinzip dran gespackst. Ja, es ist leicht, weil dann passt es ja auch in den Sprinter vielleicht eher gewichtstechnisch. Ja, wir hatten ja auch diese Sprinter-Problematik gestern angesprochen, wenn man da jetzt noch dementsprechende Metallplatten mitnimmt, die das halten können, dann bricht die Karre zusammen mit Achsenbruch. Ja. So. Und dazu kommt ja noch, lass die Dinger mal an, was hast du da oben drauf noch gebaut? Ja, oben drauf gebaut habe ich ja dann noch die besagten Rogue Outcast Beam Washs. Genau, die hast du ja quasi noch, ne, wenn wir ein bisschen näher nochmal dran gehen. Also die sind ja oben drauf nochmal. Die sind oben drauf auch nochmal. Und die habe ich zum Beispiel jetzt auch noch um 10 Grad angeschrägt. Ja. Damit die praktisch nicht ins Publikum reinleuchten, sondern damit man da einfach ein bisschen mehr... Ja. An die Bühne runterkommt. Also das ist alles eine höchst fragile Konstruktion. Bloß gut, dass Harvey das nicht mehr sehen muss. Da würde er jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen. Wahrscheinlich schreibt das gleich in den Chat rein, weil er in den Screen noch weiter guckt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ne, du bist glücklicherweise virtuell unterwegs und deswegen können wir das jetzt einfach mal beiseite legen, das Thema. So, und... Dann hast du noch ein paar Spots auf dem Boden. Die Spots, die sollten wir auch noch erwähnen. Genau, das sind ja die besagten Rogue Cuties. Da habe ich jetzt einfach mal eine, da habe ich eine Einstellung erstmal reinprogrammiert. Da ist es noch nicht mehr. Wir können die natürlich auch mal so schnell anfahren. Genau, und aber ne, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Ich habe ja letzte Woche gesagt, sag mal, was ist denn hier eigentlich mit Hauslicht? Ne? Du willst ja nur anscheinend dein Zeug benutzen und wir sind jetzt in Kellerhausen im Leuchtstoffclub und da gibt es was an Licht? Vorne ein paar Profiler und... Die Profiler und du hast heute einfach mal gesagt, wir haben noch 12 Parkern, die hinten hängen. Die mache ich jetzt mal an. So. Genau. Und die hast du jetzt dann einfach Open Color... Ja, also ich habe mir gedacht, straight, danke, ja, fertig. Also du meintest ja, ob du mir da noch irgendwelche Folien reinmachen sollst. Ich würde jetzt gefühlt einfach sagen, nee, ich hätte die gerne neutral. Das ist ein leichter Job für mich als örtlicher Techniker, ne? Ja, so, ja, außer die sind schon drin, die Folien, und du musst sie dann rausmachen. Nee, ich muss zum Glück nicht auf die Leiter. So, ne? Ja, und die hätte ich gerne im Prinzip tatsächlich nackt, ohne irgendwelche Folien drin. Also vielleicht halt irgendwie so ein bisschen orange, je nachdem, was da halt dann genau für Leuchtmittel drin sind oder keine Ahnung. Aber am Ende... In der Realität würde ich halt einfach dankend nehmen, was da hängt und sagen, vielen Dank, ich patche mir das mal und nehme das einfach mit. Weil es ist ja tatsächlich auch, kann man ja schön einsetzen bei dem einen oder anderen Song dann vielleicht. Was dann auch wieder mich zu dem Punkt bringt, dass es dann auch wenig Sinn macht, das alles bis ins kleinste Detail vorzuprogrammieren, weil man ja nicht genau weiß, was da hängt,
oder wenn man es weiß, was davon funktioniert oder was fehlt, genau, was verliehen ist und so weiter. Und das könntest du ja auch, ja, wenn da jetzt, ich sage es mal, 4 Spots und 4 Washlights hängen, könntest du ja genau das Gleiche machen. Hm. Du kannst einfach die Lampen straight nach vorne, einfach keine Farbe oder vielleicht, damit es ein bisschen wärmer ist, halt so ein CTO damit mischen. Ja, ja. Und nicht bewegen lassen und einfach genauso nur benutzen, damit es vielleicht ein bisschen besser nach Punk einfach aussieht dann nochmal. Ja, ja. Und ich habe mir da jetzt so ein paar Gedanken gemacht, kleine, weil so richtig in die Programmierung steigen wir dann erst nächste Woche ein, in den nächsten 2 Folgen, die nächsten Mittwoch und Freitag wieder genau zur selben Zeit um 19 Uhr gesendet werden. Das schon mal als kleiner Hinweis. Ich schaue mal kurz in den Live-Chat rein. Ob's hier drin, die PA sieht amtlich aus für den Laden. Ja, tatsächlich. Eine schöne Turbo-Sound, Electro-Voice-PA. String, Shift und C sollte alles abwählen, wenn man viele Wände im Capture hat. Danke für den Tipp, das ist gut zu wissen. Ja, ich musste dann immer in andere Fenster gehen und so weiter. Naja, so, aber jetzt ein paar kleine Ideen, die ich vielleicht schon mal mit euch teilen kann. Zum Beispiel habe ich mir einfach mal gedacht, diese Buchstaben hier, die kann man doch wunderbar einzeln aufleuchten lassen, ja? Ja, also du kannst jetzt da zum Beispiel, wenn wir jetzt mal mit dem Intro anfangen, ne? Naja, das Intro, da würden die noch gar nicht vorkommen. Für das Intro habe ich mir eher sowas Mystisches vorgestellt wie hier. Na, da wird dann einfach mit dem Pixel-Mapper Dylos von Onyx, kann man da irgendwelche Videos drüber legen. Und da würde ich vielleicht, wenn wir das jetzt mal alles ausmachen und den dann halt so ein bisschen Frontlicht und dann so aus dem Hintergrund heraus hier so ein bisschen... Ja, aber wie viele Takte sind am Anfang nur Gitarre? Ja, 4 sind es ungefähr. Nicht 8? Oder 8, also es sind viele jedenfalls, das geht schon eine Weile, ja. Und dann geht ja, aber dann kommt das Schlagzeug zu. Genau. Und dann kann man ja wunderbar auch diese Dinger miteinander mischen, das ist ja das Tolle, ja. Also ich habe zum Beispiel das hier, man könnte dann auch sowas noch drüberlegen, das sind jetzt alles, liegt jeweils alles auf einem Fader. Wir werden dann nächste Woche auch mal noch eine Kamera installieren, wo man dann hier am Pult sehen kann, was gemacht wird. Das ist jetzt aber alles noch nicht so das Thema. Wie unterstützt du den Drum-In? Den Drum-In, den würde ich... Ja, wie kommt die... Wie, ne? Ja, das kann man mit vielerlei Sachen machen. Ja, das ist ja jetzt alles relativ improvisiert. Man könnte entweder die Parkan anschmeißen, so hier, und sich dann vielleicht die aber praktisch schon mit einer Intensität von ja, so 20 auf einen Fader legen und dann das natürlich einfach drücken. Also wenn ich das jetzt drücke, das verblendet natürlich alles, das ist viel zu hell, weil das jetzt hier auch auf maximal ist, aber na, wenn man das weiß, kann man sich das ja auch 20 legen. Man könnte auch, ich habe mir als Blinder ja auch rausgesucht, die Buchstaben. Und da sieht man ja, na, das ist jetzt auch Vollstoff, das sind 100%, das ist natürlich viel zu viel, aber auch da könnte man die sich auf, was bräuchte man da, 12 zum Beispiel, und dann kann man das auch damit unterstützen. Ja? Das wäre so das Mittel der Wahl. Ja, also wie gesagt, mystischer Einstieg, den man dann so ein bisschen unterstützt. Da kann man dann auch die Cuties gut reinfahren. Ich muss gestehen, das ist jetzt tatsächlich alles nicht für diesen Song überlegt. Das habe ich alles so vom letzten Mal noch, um einfach mal die Geräte präsentieren zu können, dass sich hier die Prismen auch schon drehen oder ne, dass man das mal sieht, was da alles geht. Aber zeigt mir ja, man kriegt ja dann immer irgendwie was hin, wenn es dann schnell gehen muss. Ja? Also das sieht ja jetzt alles nicht so völlig abwegig aus für den Song. Ja? Oder? Ja, du musst jetzt natürlich musst du. Du musst ja jetzt. Nee, muss ich nicht. Also, pass auf, wir machen es einfach mal so. Wir lassen es einfach mal so im Raum stehen. Okay, gut. Weil es ist ja eine Geschmackssache. Also, ein Ton kann gut klingen oder schlecht klingen. Das ist, finde ich, das kann man eher so ein bisschen beurteilen auf eine Art. Ja. Und Licht ist ein viel unfassbar krasseres, kreatives Element, wo so viele Sachen mitspielen, die schwierig sind, wirklich objektiv zu beurteilen. Und deswegen ich könnte es jetzt aus meiner Sicht und in meiner Erfahrung natürlich total zerreißen, ja, aber vielleicht bin ich ja auch schon so lange und so alt in der Branche, ja, dass ich vielleicht den neuen Ansatz zu dieser Musik, zu dieser Band, die du hast, weil du total unbefangen hast, eigentlich überhaupt gar nicht verstehe. Und ja auch erst 23 Jahre alt, also von daher. Ne? Genau. Super. Nee, aber ich habe mich zum Beispiel umgedreht gefragt, ob ich mich da im Prinzip von der Begeisterung mitreißen lasse, weil mir halt die Erfahrung fehlt. Ich bin nicht schon Jahre, Wochen, Monate lang durch irgendwelche Punker-Clubs getourt und sehe das jetzt halt im Capture
was ja dann in der Realität, muss man ja sagen, die Erfahrung durfte ich diesen Sommer auch schon machen, in der Realität nochmal eine ganz andere Sache ist, ne, was die Farben angeht und was wie hell ist und so weiter. Du kriegst halt ein gutes Gefühl dafür, ja, wie es aussehen kann, aber man muss halt real immer nochmal ein bisschen... ne? Da hast du ja auch schon die Erfahrung gemacht mit, was habe ich gesagt, Presets machen, Presets updaten, dann bist du schneller, musst nicht jeden Cue einzeln durcharbeiten. Genau. So. Aber da kommen wir auch da quasi nächste Woche zu. Da kommen wir nächste Woche dazu. Genau. Also nur jetzt mal so, wenn ich jetzt mal mir den Song einfach mal selber von den Strukturen und so nehme und einfach mal so ein bisschen sage, okay, es ist Punkmusik, wenn man es klassisch machen würde, würde ich halt ganz deutlich irgendwie, zack, hier Intro, Gitarre erstmal, nur Gitarre, alles andere Frontlicht, alles aus, nur Gitarre, ein bisschen Frontlicht und schön von hinten Akzent quasi nur auf den Gitarristen setzen, dann kommen die Drums dazu. Ich würde wirklich versuchen, immer jeden Schlag am Anfang deutlich mitzunehmen, um einfach diese Verdeutlichung im Intro, ne, da ist jetzt Drum dominant halt einfach drin, und dann, wenn es halt mit Strophe losgeht, halt ein Gesamtbild machen, mit Sänger, dann auch mit Frontlicht auf den Sänger, um halt einfach auch eine Steigerung zu bekommen. Weil warum soll ich denn jemanden beleuchten, der noch nicht in Aktion ist? Vielleicht will er sich mal auch mal gerade umdrehen, Getränk trinken oder pupelt sich gerade Nase und freut sich, dass das Intro so geil ist. Ja. Oder tanzt gerade eine Runde oder wie auch immer. Ne, und das sind dann halt so Sachen, wo man dann halt einfach gucken kann, wie mache ich das halt? Ne? Mache ich es immer komplett ganzheitlich, alles, Bühne, alles immer an? Oder du hast, also man muss ja sagen, ja, du hast viel Spielzeug mit, aber es ist dann aber auch wieder doch nicht viel. Und du hast quasi innerhalb von 20 Sekunden quasi all das, was du mit hast, schon verbraten für den Song. Ja, das hängt ja natürlich davon ab, an welcher Stelle im Set der kommt. Ne? Also ja, klar, so die, natürlich. Wenn man so die Dramaturgie sieht für den ganzen Song, es geht ja hier jetzt tatsächlich ein bisschen darum, ich will es ja jetzt auch ausfallen. Ne? Wir schauen uns jetzt nicht das ganze Konzert an. Deswegen, ich habe gedacht, das machen wir dann in der vierten Folge. In der vierten Folge. Und du hast ja bis nächste Woche Freitag jetzt ja Zeit, alle Songs für die Tour zu programmieren. Also wie seht ihr das? Also eure Meinung mal, möchtet ihr nächste Woche Freitag ein komplettes Konzert virtuell von Markus, Lichtdesigner Markus Wilmsmann zur... Nein. Ich habe schon genug Ärger wegen diesem Schal, bitte. Ich bin nicht Lichtdesigner. Ich bin Lichtfreund. Lichtfreund vielleicht, ja. So, gut. Aber nein, alles gut. Ich spiele das einfach mal noch ein bisschen rum. Ich wollte ja eigentlich... Genau, also... Wir nehmen ja den Song, also wir nehmen ja zwei Songs mal. Ja. Wir haben euch ja heute quasi einmal auch ein bisschen vorgespielt, dass ihr auch selber mal ein Gefühl dafür bekommt. Wir stellen euch ja auch noch den Capture-File als Presenter-File zur Verfügung. Den könnt ihr sowohl auf dem Mac als auch auf dem PC aufmachen. Und dann könnt ihr quasi auch mit der Konsole, die ihr zur Verfügung habt, einfach mal ein bisschen rumprogrammieren. Das könnt ihr dann auch, wenn ihr Lust habt, uns ja auch mal zuschicken. Dann kann der Markus sich das ja mal angucken. Wie gesagt, was so Strukturen angeht, kann man jetzt, ne, kann der Markus jetzt mal seine Hausaufgaben bis Mittwoch machen und einfach mal hingehen und sagen, was brauche ich alles für den Song, und dann können wir das mal nächste Woche so ein bisschen strukturell mal angehen und kann dir da ja auch, würde ich sagen, noch ein bisschen Hilfestellung vielleicht geben, weil, ne, du hast jetzt kein großes Pult mit 30 Fadern und 50.000 Buttons, sondern hat halt einen kleinen PC-Wing mit, nochmal mit Minicraft-Erweiterung. Und das war's dann halt. Also das heißt, du hast jetzt nicht pro Song irgendwie 20, 30 Fader zur Verfügung und kannst für jedes einzeln machen, sondern du musst ja irgendwie für jeden Song ja eine gewisse Struktur mit dem, was du selber mit hast und das, was du örtlich nochmal zur Verfügung hast, musst du ja eine Struktur bekommen, und vor allem halt irgendwie muss immer auf dem gleichen Fader vielleicht zumindest immer entweder, ich sag's mal, wenn du jetzt zum Beispiel die Dramaturgie des Songs nimmst und das abarbeitest mit Fadern horizontal, müsstest du ja zumindest sagen, hier, ne, ist immer quasi Intro, erste, ne, Strophe, Bridge, Refrain, C-Part oder Down-Part, Outro, dass du dich quasi horizontal arbeiten kannst. Oder du machst es halt vertikal, das heißt, du hast eine Master-Cue-Liste, wo alle Sachen drin sind in Reihenfolge von oben nach unten, und hast dann Special-Sachen nochmal oder zum Beispiel nur die Intensitäten von den Lampen,
weil jeder Club ist ja auch anders. Ich meine, gut, wir spielen jetzt halt die komplette Tour in einem Club, aber jeder Club ist anders, jede Situation ist dann auch anders hell. Hast du eine helle Decke, ballerst dir vielleicht direkt halt komplett alles hell, das willst du gar nicht und das kannst du alles gar nicht tagsüber, weil du kommst um 14 Uhr rein, baust alles alleine auf, dann ist 18 Uhr, 18.30 Uhr sind Doors, 20 Uhr ist die Show. Das heißt, du hast selber nüchtern betrachtet gar nicht so viel Zeit, um jeden Tag so eine Master-Cue-Liste komplett mit allen Intensitäten rumzubasteln. Das heißt, du müsstest dann schon eine Struktur halt dir so ein bisschen erarbeiten, dass du das halt machen kannst. Oder du machst es halt ein bisschen mehr mit Soft-Buttons noch. Das heißt, du legst dir Templates oder beziehungsweise halt einfach Cues einzeln nochmal oben auf dem Monitor drauf und kannst dann halt nochmal Sachen zusätzlich halt drücken und hast zum Beispiel auch nur die Intensitäten halt unten. Das sind so die drei Strukturen, die man, klar kannst du auch Timecode machen, aber ich glaube nicht, dass diese Band Timecode spielt, also glaube ich nicht, da ist kein Klick, glaube ich. Nee, aber also da steht man ja nur noch dabei und passt auf, dass er, also dass es nicht abstürzt oder so. Man will ja auch, ich stelle mir das ja auch schön vor, ne? Das ist ja wie mit der Band mitspielen, so ein bisschen, ja, das... Ich weiß gar nicht, was man davon haben sollte. Klar, wenn die auf Klick spielen, dann ist es halt super exakt. Genau. Aber selbst, aber ja. Du kannst natürlich mehr, also. Ist ja aber Quatsch. Also, du bist ja selber auch Musiker. Ich meine, du triffst ja die Eins. Also hoffentlich, weiß ich nicht, sehen wir ja dann. Ja, one moment in time, sage ich da nur. Genau. Nee, aber Quatsch. Also, Timecode, Quatsch, ne? Würde ich auch nicht tun bei so einer Musik, weil das soll ja auch dir den Spaß einfach bei dem Konzert auch einfach bringen. Man will ja auch mitgehen. Ja. Und dann Freestyle. Und das sind so die drei Ansätze, die man einfach gucken muss, was für einen halt einfach am schnellsten ist oder am einfachsten, damit man halt wieder einfach genau da ankommt, wo man halt sein will. Ja, ich schaue jetzt noch mal kurz in die, es gibt jede Menge Kommentare. Das Mikrofon. Ich hoffe, das mit dem Mikrofon ist besser geworden. Das Saallicht soll ich mir mit aufs Pult legen, um es aus und wieder anmachen zu können. Red mir Uwe Dietl, das habe ich sogar gemacht, Uwe. Schau mal, ich habe mir einfach hier praktisch, weil ich ja nicht weiß, was ist jetzt hier los? Das sollte eigentlich anspringen. Tut's jetzt aber nicht. Hat der Hausmeister ganz ausgemacht. Der Hausmeister. Ja, ich habe mir gedacht, junger Mann. Und ich meine, den Kellerclub will man doch eh nicht hell sehen, weil dann sieht man, dass der ganze Boden klebt und da überall noch Bier rumsteht. Ja. So, also Hauslicht liegt aber auf dem Pult an. Welche Nebelmaschine, welchen Hazer nimmst du mit auf Tour? Das ist eigentlich eine gute Frage. Muss ich das mitmachen? Muss ich den mitnehmen? Oder kann ich davon ausgehen, dass da in dem Club ein Hazer vor Ort ist? Frag mal vorher ab. Ja, also du würdest ja zumindest ja eine technische, also eine Bühnenanweisung ja mal schreiben, die man da ja da hinschickt und dann schreibst du halt dann rein, du willst einen Hazer haben oder eine Nebelmaschine. Wenn wir jetzt nicht mit dem Sprinter unterwegs wären und eh schon total überladen sind, wenn ich mir so die ganzen Gewichte angucke und das Volumen, dann könntest du natürlich auch selber noch eine Nebelmaschine und einen Hazer mitnehmen. Das ist ja Geschmackssache, ne? Ja, also klar, also ein Hazer, so ein bisschen Haze möchte ja sein. Also eigentlich ein Hazer, Nebelmaschine ist ja dann so, ist ja dann eher der Effekt Nebel. Ja, aber bei einer Punkband, ne, Oldschool, viel Nebel, hier ist nicht System of a Down, Entschuldigung, wie heißen sie nochmal? Fällt mir jetzt nicht ein, die Band. Die haben Tonnen an Nebelmaschinen immer auf der Bühne stehen gehabt. Die haben auch noch Nebel-Operator mit Intercom und Nebelmaschinen über die Bühne rennen gehabt, damit man quasi nichts sieht, sondern alles voller Nebel ist. Das ist ja eine Frage, wo man Bock drauf hat. Ja, kann man als Stilmittel sicherlich einsetzen. Okay. Ja. Aber welche ich mitnehmen würde, keine Ahnung. Also kann ich keine Empfehlung abgeben. Ja, das ist, kommt meistens irgendwas raus und wäre wahrscheinlich auch eine budgetäre Frage. Ich meine, man kann sich ja, glaube ich, für, weiß ich nicht, irgendwie 150 Euro gibt es ja mittlerweile auch GMX-fähige Nebelmaschinen, die vielleicht dann auch eine Tour halten. So, sieht cool aus im Capture. Ist das schwierig, in diesem Programm zu arbeiten? Nein, Franco, ich sag dir, ist es nicht. Also ich habe es auch relativ schnell begriffen und sogar mein ältester Sohn Willi hockt da fleißig dran und baut Bühnen für Daft Punk, Iron Maiden, Kiss mit Showtreppe und allem Pipapo. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn man es so schick machen will wie Chris, dann braucht man natürlich einen Rechner, der ein bisschen was kann. Und da braucht man dann auch ein bisschen Fähigkeiten. Aber auch das ist, denke ich,
lässt sich alles machen. Ist jetzt wirklich nicht so schwierig. Das Geheimnis ist ja wirklich bei solchen Sachen, dass man sich halt ein bisschen einfach mit Texturen halt einfach beschäftigt. Wenn man auf die Capture-Seite selber geht, auf der Support-Seite, da sind zum Beispiel Links zu Textur-Libraries auch, die man quasi in Capture, aber halt auch in diversen anderen Programmen halt einfach benutzen kann, muss man sich einfach ein bisschen mit beschäftigen, was man so nehmen will, und dann muss man einfach mal ein bisschen rumspielen. War bei mir genauso. Ich habe irgendwann mit Texturen angefangen, auch bei anderen Sachen. Dann findet man irgendwann so, ja, kann ich das nehmen, kann ich das nehmen, damit es halt real aussieht oder ich den bestimmten Effekt habe. Alpha-Kanäle, Spiegelungen, Metall oder was auch immer. Da muss man halt einfach sich ein bisschen mit beschäftigen. Das klaut halt dann immer ein bisschen Performance halt immer mehr, weil der Rechner ja sehr viel Pixel in Echtzeit quasi bearbeiten muss. Aber das funktioniert super. Ich benutze es ja auch selber ja schon etwas länger, das Programm. Ich finde es total toll, weil ich kann auf dem Mac arbeiten, ich kann auf dem PC arbeiten, ich kann diese Presenter-Files anderen Leuten auch zur Verfügung stellen, was für Festivals zum Beispiel halt mega gut ist, weil ich kann quasi den Leuten halt die lokale Situation halt 1:1 schon mal im Vorfeld geben. Man kann mit CITP, wenn es die Konsole unterstützt, das dann halt auch visuell mir zu Hause schon angucken, vorprogrammieren. Also, ja. Und ist einfach preis-leistungsmäßig ein super Programm. Ja. Punkt. So, also, kein Ding. So, mit Capture zu arbeiten funktioniert mit ein bisschen Übung extrem gut. Schreibt dazu auch JSV-Lichtdesign. Man kann mit dem Programm sehr einfach seine Ideen schnell umsetzen. Okay, was kostet denn sowas? Ich glaube, ein Universum kommt so auf 400 Euro. Nee, ich glaube, die meinen dein Design. Was mein Design kostet? Ja. Oh, ja, da müssen wir mal im Hinterzimmer drüber sprechen. Also, wenn da jemand Interesse hat... Ich bin ja kein Lichtdesigner, ich bin Lichtfreund. Ja. Live-Lichtmischen finde ich das größte Feeling. Franco Scandola, das ist sehr wahr. Ja, es ist halt die Belohnung. Also ich versuche auch möglichst wenig irgendwie mit Timecode oder so zu arbeiten. Weil ich zum Beispiel auch während eines Konzertes oder während des Songs auch vielleicht einfach nochmal eine Idee habe, wo ich sage so, ich probiere es jetzt, ich will es jetzt heute einfach ausprobieren, ob es geil ist. Mhm. Und dann mache ich halt einfach eben schnell halt über Presets oder was auch immer oder Cues, die ich mir irgendwo abgeschaut habe, probiere ich einfach auch was aus. Also das heißt, für mich ist ein Lichtdesign eigentlich am letzten Tag der Tour nach dem letzten Song zu Ende und nicht bevor die Tour losgeht. Also es entwickelt sich halt bei mir halt immer weiter. Ich habe auch Songs schon vor dem letzten Konzert weggeschmissen, die komplette Programmierung, und habe mich am letzten Tag nochmal für einen Song hingesetzt und habe den kompletten Song programmiert, weil ich mir irgendwie gesagt habe, ich habe da noch Bock, mehr rauszuholen. Mhm. Deswegen mit live gibt es dann halt einfach, also du kannst halt viel schneller live mal eben schnell was kreieren, als dann wieder, aber das ist ja auch so, wie tickt die Band, wenn die keinen Klick hat und so Klamotten, da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Ja. Wenn der Musiker, wenn der Gitarrist sagt, ich will jetzt aber noch das Solo noch mal 32 länger spielen, dann läuft der Timecode halt schon weiter und ist schon wieder in der Strophe. Ja, also ich glaube auch Timecode ist erst ab einer gewissen Stufe von Professionalität erst. Also das ist ja bei durchchoreografierten Shows oder wenn der Künstler sagt, pass auf, ich will alles auf die Eins, ich will das ja, immer hier haben, das immer da haben, wenn das der Anspruch ist, ist es genau der richtige Weg dafür. Ja, ja, klar. Aber, aber zum Beispiel, ich sage halt immer so, warum können wir nicht auf Beats programmieren? Weil ein Timecode ist eine Zeit, das hat nichts mit Musik zu tun. Ja, der Timecode ist so lang wie der Song selber, aber es hat nichts mit der Geschwindigkeit der Musik und dem ganzen Quatsch zu tun. Wäre viel geiler, mal auf Beats programmieren zu können. Ja. So. Haben wir noch was, Markus? Nee, das war's dann eigentlich. Wenn es noch Fragen gibt, Anmerkungen, Beschimpfungen, Kritik, Lobeshymnen, haut die jetzt raus. Ansonsten ist die Stunde auch fast schon um. Und dann machen wir nächsten Mittwoch weiter um 19 Uhr. Genau. Und sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Würde uns sehr freuen. Und ja. Du hast wieder Hausaufgaben? Ich hab was zu tun jetzt, ja. Man könnte jetzt natürlich nochmal schauen, was man jetzt hier, was mit dem, was da ist, so rausholen kann. Wenn wir den Song nochmal anschmeißen. Und jeder macht mal schnell, aber du weißt jetzt natürlich nicht genau, was wo liegt. Wäre auch spannend, aber mein Mikrofon ist halt immer ja, das ist ein bisschen kaputt. Ach komm, wir machen das, wenn wir in der nächsten Minute auf 20 Daumen hochkommen, dann fahren wir den Song noch ab. Ja, also, wie schaut's aus? Wir kriegen Liebeserklärungen. Oh.
In welcher Hinsicht? Naja, dass uns jemand liebt. Flo P. Sieht ja jetzt eh jeder im Live-Chat. Aber wer den Live-Chat nicht hat, der wollen ja nicht gleich alles. Na, was ist? Daumen hoch. Gibt es noch ein paar Daumen? Zwei haben wir schon. Zwei. Es sind aber 25 Leute jetzt gerade im Chat. 26. Ah. Okay, ich glaube, die wollen alle jetzt zur Tagesschau, wo sie eh schon 5 Minuten verpasst haben. Dann sage ich, vielen Dank, Markus, für heute Abend. Ich sage vielen Dank, Chris. Und seid gespannt, nächsten Mittwoch am 10. Ja, am 10. Nächsten Mittwoch, am 10. November um 19 Uhr. Hier, selbe Stelle, selbe Welle. Und da gehen wir dann mal ein bisschen detaillierter ins Programming rein, wie man so ein Pult sich organisiert, wie dann so eine Show aussieht. Und dann drücken wir auch mal live zur wunderbaren Band Widerstand der Dinge aus Leipzig zum Song Division. Und wir laden vielleicht das Capture-File aber auch schon mal hoch. Das können wir machen, ja. Das wurde jetzt auch, habe ich noch irgendwo gelesen, da würde sich sehr jemand drüber freuen. Würde ich dann auf die Hauptseite, auf Mothergrid ist ja oben, gerade wenn ihr auf die Startseite geht, oben dieser Artikel, wo auch die Playlist ist mit allen Folgen, da findet ihr dann irgendwie eine Möglichkeit, noch vor nächsten Mittwoch euch das Capture-File runterzuladen. Versprochen ist versprochen. Und jetzt sind wir endlich raus. Outro und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.